Ja, herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe. Hier in dieser dreiteiligen Reihe geht es um CGI-Grundlagen im E-Commerce. Und wir starten heute mit dem Thema, wie man heute Produkte fotografiert, beziehungsweise die Magie des digitalen Zwillings. Also es geht tatsächlich komplett um die Grundlagen, wie man zu einem digitalen Zwilling kommt und was die Vorteile von eben diesem sind im Vergleich zum Beispiel zur Fotografie. Einmal zu meiner Person, mein Name ist Patrick Pack. Ich bin jetzt seit über 12 Jahren CTO von der Firma RenderDead. Wir sind spezialisiert auf CGI, also auf Computer Generated Imagery. Und jetzt fragt man sich vielleicht so ein bisschen, warum denn eine CGI-Agentur einen CTO braucht. Das liegt tatsächlich bei uns in der DNA der Firma, denn wir bereiten im Endeffekt nicht nur digitale Zwillinge auf und erzeugen daraus Bilder, Videos und Co., sondern wir denken das Ganze ziemlich groß und sind im Endeffekt da auch tatsächlich an der Automation ziemlich stark oder in der Automation ziemlich stark, aber auch in den ganzen Workflows und Co. Ursprünglich habe ich persönlich Architektur studiert, habe da auch meinen Master gemacht in Aachen zusammen mit dem David Wischniewski, der zweite Gründer von RenderDead. Und warum kann ich jetzt hier und heute darüber erzählen? Nicht nur aus der Vergangenheit, aus den 12 Jahren bei RenderDead, sondern tatsächlich aus über 20 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung und im CGI-Bereich. Aber starten wir einmal. Und das direkt mit dem Vergleich, wie läuft es denn aktuell, wenn man Produkte fotografiert? Wie ist da so der Workflow? Wie geht man da vor? Das Ganze jetzt tatsächlich etwas, vielleicht auch etwas spaßig aufbereitet. Also man geht im Endeffekt erstmal hin und holt das jeweilige Produkt aus dem Lager. Dabei kann schon mal einiges schiefgehen, wie jetzt hier auch gezeigt. Wir müssen praktisch das reale Produkt erstmal haben, um das dann nachher fotografieren zu können. Das stellt einen vor ein paar Herausforderungen. Wie gesagt, erstmal hier in dem Fall das Ganze aus dem Lager holen. Das Ganze muss dann verschickt werden. Also die Logistik dahinter ist auch ein Thema. Ist jetzt tatsächlich nicht immer so komplex wie hier logischerweise, weil es meistens doch um kleinere Produkte geht. Allerdings ist dann da häufig die schiere Menge der Produkte das Thema. Also in dem Fall hier ist es die Größe, die da, ich sag mal, Probleme macht. Im Normalfall ist es tatsächlich so, dass die Produktvielfalt von Unternehmen da die Probleme macht. Das ist aber nur ein Thema. Auch das andere Thema ist tatsächlich dabei definitiv auch der Zeitdruck. Also vom Prototypen hin zu einem Produktfoto nachher. Da sehen wir auch immer wieder Schwierigkeiten drin. Komme ich aber auch nachher nochmal drauf zurück. Also hier im Endeffekt die Logistik. Danach geht man im Endeffekt hin und erstellt dann die Fotos oder lässt die erstellen über eine Agentur, über einen Fotografen. Dabei ist man dann häufig auch selbst vor Ort, um das Ganze nochmal zu inszenieren und mit dem Fotografen halt im Endeffekt da auch alles abzustimmen. Und dann hat man erstmal Bilder. Diese Bilder sind dann aber tatsächlich auch so mehr oder weniger final. Also man kann die noch nachbearbeiten, das passiert dann praktisch im nächsten Schritt. Also die digitale Nachbearbeitung, der Tusche etc. Darüber kann man auch gegebenenfalls Farbvarianten darstellen und so weiter und so fort. Man ist aber tatsächlich, dadurch, dass man halt das alles im Fotostudio macht, ist man vor allem auf die Perspektiven ziemlich getrimmt. Das heißt also, wenn man sich vorher entschieden hat, wir machen jetzt zum Beispiel 3 Perspektiven von einem Produkt oder 5 oder was auch immer, dann ist man nachher genau darauf festgefahren. Also auf exakt diese Perspektiven und auf exakt diese Anzahl von Perspektiven. Und das stellt tatsächlich immer wieder ein Problem dar. Dazu gibt es auch im zweiten Webinar nächste Woche Dienstag, dann nochmal ein paar mehr Zahlen. Denn das Thema ist, dass Kunden immer mehr Bilder verlangen, immer mehr Content verlangen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung mittlerweile. Genau, die digitale Nachbearbeitung hatte ich gerade schon angesprochen. Wenn dann alles fertig ist,
dann kommt im Endeffekt die Abstimmung mit den Stakeholdern. Also alle Prozessbeteiligten müssen dann im Endeffekt nochmal ran und da ihr Go für geben. Das Problem ist, wenn es hierbei zu Schwierigkeiten kommt, also dass die Abnahme so erstmal nicht direkt durchgeht, dann fängt man wieder von vorne an. In dem Fall hat man dann tatsächlich halt im Worst Case das Produkt natürlich schon wieder aus dem Fotostudio rausgeholt. Es ist entweder tatsächlich vernichtet worden oder zurückgeschickt worden. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie teuer natürlich so ein Produkt ist, wie groß es ist, was die Lagerkosten dabei sind. Wir haben da tatsächlich schon alles von bis gehabt. Komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Das Thema ist nämlich tatsächlich, dass häufig, wenn speziell für die Fotografie Produkte verschickt werden, dass sie danach nicht mehr in den normalen Produktzyklus gehen, also dass sie nicht mehr an Kunden rausgegeben werden etc. Ja, was gibt's denn als Lösungen dafür, für diese doch problematischen Prozesse, sage ich mal? Das ist CGI, also Computer Generated Imagery, ist unser Vorschlag dafür. Und ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten erklären, warum CGI da durchaus im Vorteil ist. CGI kennt man, wie in dem Fall jetzt hier aus dem Film, Avatar 2 ist das, der tatsächlich Full CGI ist, also im Endeffekt gar kein Realbild mehr. Daher kennt man das Ganze. Man kennt es aber mittlerweile auch tatsächlich so. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Das ist tatsächlich auch ein vollkommen gerendertes Bild, also keine reale Vorlage mehr. Das Einzige, was da an realer Vorlage ist, sind im Endeffekt natürlich zum einen das Bett an sich, die Matratze und Co., sowie die Props, also die Requisiten, die hier drin sind. Aber die sind alle digital erzeugt. Das sind alles digitale Zwillinge. Das kennt man, wenn man es weiß, erkennt man es teilweise noch, wenn die Qualität nicht gut ist. Es ist tatsächlich so, dass wir auch intern da immer wieder ein kleines Quiz machen in regelmäßigen Abständen und unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ja im Endeffekt Renderings von uns vorlegen und auch Fotografien, und die Fehlerquote ist da extrem hoch. Also die Qualität im Bereich CGI ist so hoch mittlerweile, dass man das Ganze nicht mehr von der Fotografie unterscheiden kann. Und das ist ein Fakt. Man kennt es aber auch so, und das kennen vielleicht die wenigsten Leute oder erkennen die wenigsten Leute oder wissen es auch. Hier in dem Fall tatsächlich jetzt Spielzeug für einen großen Kunden von uns auch, der weltweit diese Spielzeuge, aber auch ganz viele andere Dinge verkauft, also auch Möbel und Co., auch Verschiedenstes im Endeffekt im Hardware-Bereich. Da als kleines Beispiel, IKEA macht das ähnlich, auch wieder so ein Thema, was, glaube ich, die wenigsten wissen. IKEA-Produkte sind mittlerweile zu über 95% gerendert. Also alles, was man online sieht, was man früher im Katalog gesehen hat von IKEA, ist eigentlich gerendert. Nur noch eine kleine Stückzahl wird da tatsächlich fotografiert. Und das ist mittlerweile der Anteil davon, jetzt nicht nur bei IKEA, sondern auch bei anderen Firmen, steigt immer weiter an. Gleichzeitig steigt das Sortiment, steigen Varianten etc. Und das stellt einfach alle Prozessbeteiligten dabei vor Herausforderungen. Auch das hier ist CGI, und da wissen dann, glaube ich, nur noch die wenigsten, dass dem so ist und dass man auch tatsächlich jetzt im Food- und Near-Food-Bereich tatsächlich da immer wieder CGI vorfindet. Und das hat tatsächlich ziemlich gute Gründe. Man muss sich einfach mal vorstellen, dass jetzt wie in dem Fall hier ist bei dem Produkt die Beschriftung auf Englisch, also für den englischsprachigen Raum gedacht, hier für Deutsch, für den deutschsprachigen Raum. Wenn Produzenten oder auch Handelsketten mehrsprachig unterwegs sind, also
multilinguale Produkte verkaufen oder beziehungsweise in verschiedenen Regionen Produkte verkaufen, dann hat man zum einen die Sprache, zum anderen aber auch tatsächlich nochmal länderspezifische Kennzeichnungen, Gesetzgebungen, Siegel etc. Ein gutes Beispiel dafür ist der Nutri-Score, der jetzt vor nicht allzu langer Zeit eingeführt wurde. Den gibt es jetzt so in Deutschland, in vielen anderen Ländern aber zum Beispiel auch nicht. Und dann muss man sich mal vorstellen, dass es natürlich diese ganzen Produkte auch nochmal in vielen Farbvarianten gibt, in Geschmacksvarianten, in verschiedenen Losungen, also Produktgrößen, in ganz vielen Facetten im Endeffekt. Und das alles on time praktisch zu produzieren, aber auch ausspielen zu können, dafür braucht es dann ziemlich gute Prozesse. Auch das hier ist CGI im E-Commerce. Hier in dem Fall tatsächlich das Hack, eins meiner Lieblingsbeispiele im Endeffekt. Einfach deshalb, weil man da eigentlich nicht davon ausgeht, dass man Hackfleisch in CGI darstellt. Wir tun das tatsächlich auch jetzt speziell für diesen Kunden in allen Belangen. Das heißt also nicht nur im Produktbild, sondern auch in Produktanimationen, die dann auch in TV und Co. gezeigt werden. Ja, wie entsteht denn so ein digitaler Zwilling? Beziehungsweise wie funktioniert denn die 3D-Visualisierung? Dazu würde ich gerne einen Vergleich starten oder beziehungsweise ein Bild erstmal bringen. Und zwar vergleiche ich ganz gerne die Produktion des digitalen Zwillings mit dem Töpfern, also den Prozess des Töpferns. Denn eigentlich ist das, was wir tun, nichts anderes als digitales Töpfern. Beim Töpfern ist es so, dass wir zunächst eine Skizze anfertigen. Also wir müssen erstmal uns überlegen, was für eine Form wollen wir denn darstellen. Eventuell gibt es auch ein reales Vorbild davon oder man hat eine Zeichnung, die man vielleicht auch von einem Kunden bekommen hat oder die man sich selbst ausgedacht hat. Es kann aber auch sein, dass man da tatsächlich, in dem Fall ist beim Töpfern jetzt, glaube ich, seltener der Fall, bei uns tatsächlich relativ häufig, dass man CAD-Dateien dazu bekommt, also schon Computerdateien, die halt in 2D oder 3D das Produkt darstellen. Das hilft dann natürlich prinzipiell, nennen wir das Ganze dann nicht Skizze, sondern Referenzen, weil es vielschichtiger ist. Also wir können da Bilddateien annehmen, das können ehemalige Produktbilder sein, das können aber auch tatsächlich einfach Handyfotos sein. Das kommt immer ein bisschen auf die erwartete Qualität an. Das kommt darauf an, ob das Produkt aus allen Blickwinkeln im Endeffekt gezeigt werden soll. Etc. etc. Es ist auch definitiv ein Qualitätsthema. Eins möchte ich dazu noch ganz kurz sagen. Das ist nämlich, dass viele Kunden kommen zu uns und sehen 3D-Scans mittlerweile als Allheilmittel, um halt im Endeffekt möglichst gut an den digitalen Zwilling zu kommen. Und das kann ein sehr guter Weg sein, den wir auch gerne gehen. Der ist aber definitiv nicht für alle Produkte und für alle Vorhaben im Endeffekt die beste Methode. Da, falls da Interesse besteht, auch gerne dann Bescheid geben, dann würden wir da nochmal genauer drauf eingehen. Genau, aber wir haben im Endeffekt die Skizze und gehen dann weiter und beim Töpfern modellieren wir das Ganze dann, also wir nehmen uns den Ton und modellieren im Endeffekt schon mal die Geometrie. Erstmal ganz grob und dann immer feiner. Genau das Gleiche machen wir im Endeffekt beim Modeling auch. Und da sieht man auch tatsächlich, dass dieses Bild nicht ganz falsch ist. Denn wir haben hier tatsächlich zum einen, also nennen wir das im CGI-Bereich Modeling, das Bild, was wir dann zunächst mal daraus erstellen, ohne dass das Ganze schon Materialität hat, nennt man Clay Rendering. Das ist im Endeffekt tatsächlich also auch direkt ein Tonbild sozusagen. Was dann als nächstes passiert beim Töpfern, ist, dass das Ganze lasiert wird. Das heißt also, man bemalt im Endeffekt jetzt in dem Fall diese Teekanne. Da als kleiner Disclaimer, die Teekanne hier haben wir nicht selbst digitalisiert, sondern die ist tatsächlich über eine AI entstanden.
Ich sage das ganz absichtlich, weil sowas wäre bei uns normalerweise nicht durch die Qualitätssicherung gegangen. Also hier mit Ecken und hier unten alles nicht so ganz rund. Soll aber auch tatsächlich nochmal versinnbildlichen, dass AI eine Möglichkeit sein kann, aber gegebenenfalls auch nicht den Qualitätsansprüchen entspricht. Genau, das Ganze machen wir im Endeffekt auch, nennen das dann Shading. Also das ist im Endeffekt das Ganze mit Materialität belegen. Da gab es früher immer, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass Kunden dann immer wieder ankamen und gesagt haben, hey, aber das Material wirkt so nicht ganz realistisch. Das war in der Vergangenheit tatsächlich auch so, das muss man gestehen. Wir haben mittlerweile Prozesse, die tatsächlich Materialien physikalisch richtig beschreiben und damit auch tatsächlich nicht mehr in Frage gestellt werden müssen oder nicht mehr in Frage gestellt werden sollten. Das heißt also, wenn ein Material einmal abgenommen ist, können wir das auch tatsächlich jetzt hier zum Beispiel auf so eine Teekanne legen und das ist physikalisch dann korrekt. Genau, was macht man dann am Schluss? Dann generiert man daraus Fotos. Also wenn man jetzt diese Teekanne im Töpferprozess verkaufen wollen würde, würde man dann Fotos machen, würde dann noch so Requisiten dran stellen. Auch das alles AI. Es kommen nachher nochmal ein paar Referenzen von uns. Nur dass das klar ist, dass wir hier tatsächlich die generiert haben. Ja, die Frage ist so ein bisschen, wozu denn die ganze Arbeit? Also wozu geht man hin und erstellt im Endeffekt ein Produkt, was eigentlich schon physikalisch vorliegt, dann nochmal digital nach. Und darauf möchte ich jetzt in den nächsten Minuten eingehen, wo denn da die Vorteile liegen. Wir haben im Endeffekt den digitalen Zwilling, den Prozess habe ich gerade erklärt. Und daraus können wir dann auch Produktbilder zum Beispiel generieren oder Milieus, also im Endeffekt mit Requisiten. Wir können das Ganze aber auch in Szene setzen, da wird es dann in der Fotografie schon ein bisschen schwieriger. Das würde man auch erreichen können, jetzt über kleine Bindfäden, die man nachher wegretuschiert und Co. Jetzt kommt aber ein Thema, und auch das ist jetzt eigentlich ein mehr oder weniger Negativbeispiel, denn wir haben das jetzt einfach eingefärbt hier. Das heißt also, wir haben praktisch diese türkisfarbene Teekanne, die jetzt so erstellt wurde, dann einfach mal blau eingefärbt. Und jetzt sieht man hier tatsächlich auch schon, wo wir da in Probleme laufen. Nämlich hier oben hatten wir vorher einen braunen Rand, also wo praktisch das Material tatsächlich noch durchgekommen ist. Sobald man das einfärbt, wird es mit eingefärbt in der Fotografie. Auch das kann man natürlich wesentlich besser machen, gar keine Frage. Aber da entstehen einfach schon Themen, die im Endeffekt nachretuschiert werden müssen, die händisch nachgearbeitet werden müssen. Das kann CGI wesentlich besser, denn wir gehen einfach hin und erstellen im Endeffekt ein zweites Material oder haben es eventuell auch schon vorliegen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, was das bedeutet. Und können dann im Endeffekt diese Teekanne in ganz vielen Farbvarianten, aber auch in ganz vielen Modellvarianten ausspielen. Können daraus Animationen generieren. Auch da wird es dann schon schwieriger, wenn man im Endeffekt das in Farbvarianten machen möchte. Dann kann man die nämlich nicht mehr so gut photoshoppen in der Videografie. Auch das ist übrigens jetzt wieder AI. Nur als Info. Genau. Und so kann man eigentlich aus dem digitalen Zwilling ganz viel herausholen. Also das Produktbild an sich, Milieus, Animationen, Farbvarianten. Man kann aber auch ganz anderen Content daraus erzeugen, nämlich zum Beispiel AR-Models. Dazu gibt es dann auch nochmal ein extra Webinar in 2 Wochen am Dienstag, wo wir ganz explizit nochmal auf den Gebrauch von AR eingehen und da ein paar Mythen, die es zu AR gibt, auch entmythifizieren wollen oder mystifizieren wollen. Das ist nur ein Beispiel für viele Content-Typen, die wir tatsächlich über Fotografie so nicht leisten können. Also wir erweitern praktisch auch nochmal das Spektrum. Genau. Und wie tun wir das? Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung, was ich eben meinte. RenderZ als Agentur an sich hat schon von Grund auf die Softwareentwicklung in seiner DNA.
Und das kommt uns ziemlich zugute, nämlich genau bei dem Thema digitalem Warenlager oder digitale Prozesse, allgemein CGI-Prozesse, Automation und Co. Was bedeutet das denn? Wir sind im Endeffekt schneller, flexibler und skalierbarer dadurch. Und das aus folgenden Punkten, nämlich die Sache ist dabei, wir können Produkte im Gegensatz zur Fotografie, da wo wir tatsächlich das Produkt eigentlich vorhalten müssten, wir können das immer wieder aus unserem digitalen Warenlager entnehmen und dann dort auch anpassen, in verschiedene Szenen reinsetzen und Farbanpassungen und Co. halt darin vornehmen. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so mega spannend an, ist aber tatsächlich in der Realität immer wieder ein Thema. Warum? Weil es einfach sehr häufig vorkommt, dass neue Content-Formate, neue Perspektiven gefordert werden, etc., etc., dass neue Geschmacksmuster kommen, dass neue Verpackungen kommen und so weiter und so fort. Und wir gehen dann tatsächlich hin und speichern im Endeffekt einmal die Form einzeln ab und können dann einfach nur über ein Verpackungs-PDF, jetzt in dem Fall, tatsächlich das Ganze neu rendern und ja, praktisch auf den neuesten Stand bringen und das auch wieder in allen Content-Formaten ausspielen. Das hat enorme Vorteile. Wie gesagt, ist jetzt nur auf diesen einen Case bezogen, hat in ganz vielen anderen Branchen auch durchaus seine Berechtigung. Im Detail können wir da auch gerne dann nochmal drauf eingehen. Allgemein gibt es aber auch das Thema Automatisierung, also wie wir im Endeffekt komplette Prozesse dabei automatisieren können, dass wir tatsächlich auch aus diesen Formen halt direkt länderspezifische Bilder generieren können, dass wir auch Farbvarianten automatisiert generieren können, dass wir ganze Produktbilder und Co. halt automatisiert generieren können. Also im Endeffekt der Grundgedanke für uns hinter so einer Bildproduktion ist im Endeffekt, dass wir eine Pipeline aufsetzen, wo wir zusammen am Anfang festlegen, was für Produktbilder denn benötigt werden oder was für Assets benötigt werden und wir die dann praktisch automatisiert erzeugen. Genau, hier auch einmal das Ganze nochmal in einem kleinen Reel, wo man auch nochmal sieht, was für Vorteile im Endeffekt denn dabei sind und was für eine Qualität wir auch mittlerweile dabei erreichen. Ich hatte eben schon mal angesprochen, wir haben natürlich auch die Themen der Explosionszeichnungen, also solche Themen, die man jetzt hier auch schon mal ein Stück weit sieht. In der nächsten Slide sieht man es noch mal ein bisschen besser. Aber Augmented Reality und Produktkonfiguratoren sind tatsächlich ohne CGI nur sehr schwierig machbar. Allgemein dieses ganze Thema, was ich auch noch mal im nächsten Webinar ansprechen werde, dieses ganze Thema von immer mehr Content ist über Fotografie irgendwann nicht mehr leistbar. Genau, hier nochmal ein paar Key Features. Aber wir gehen auch einfach mal in die in so ein paar Kundenbeispiele rein. Also hier sieht man auch nochmal eine Explosionszeichnung, jetzt in der Animation sogar. Man sieht hier aber auch tatsächlich nochmal ein paar Produktbilder und damit auch die Qualität, die wir dort erreichen können. Das ist tatsächlich nicht mehr von Fotografie zu unterscheiden. In dem Fall tatsächlich auch ganz spannend, weil wir halt mit Prototypen arbeiten, die so noch gar nicht realisiert sind. Das heißt also, wir sind im Endeffekt auch in dem Startup Communication, also marketingseitig, sind wir wesentlich früher schon bereit, im Endeffekt an den Markt zu gehen, damit auch wertvolle Zeit einzusparen oder beziehungsweise wertvolle Vertriebszeit uns zu holen im Vergleich zur Fotografie oder zur Videografie. Hier auch nochmal ein Beispiel für einen anderen Kunden von uns. In dem Fall ist es jetzt so gewesen, dass wir hier auch verschiedene Farbvarianten oder sogar auch Modellvarianten von den Produkten generiert haben und dann auch hier in dem Fall jetzt tatsächlich ein bisschen großgezogen, das für Instagram und quasi für Social im Endeffekt so kurze Animationen generiert haben, um das Ganze zu zeigen und praktisch auch nochmal zu zeigen, wie das Ganze denn funktioniert, also wie man das stackt, was man da auch im Endeffekt drin lagern kann und Co.
Ganz anderes Beispiel nochmal aus einem größeren Sektor, den wir jetzt schon seit vielen Jahren auch bedienen und da auch mittlerweile ja eigentlich bei fast allen Betten- und Matratzenherstellern vertreten sind. Das ist nämlich gar nicht so das einfachste Thema. Im Betten- und Matratzengeschäft ist es im Endeffekt so, dass tatsächlich auch die Form und Materialität relativ wichtig ist natürlich, aber auch es ein sehr hohes Maß an Varianz gibt. Also man kann im Endeffekt jetzt wie hier bei diesen Bettvarianten kann man verschiedene Matratzen auch übereinander stacken und dadurch natürlich verschiedene, also komplett verschiedene Bettaufbauten generieren. Man kann die aber auch nochmal mit verschiedenen Materialien versehen. Und wenn man dabei mal überlegt, dass so ein Hersteller in den meisten Fällen weit über 50 Materialmuster hat, jetzt nur für diese Überzüge zum Beispiel, plus nochmal verschiedene Füße, verschiedene Beine, verschiedene Matratzen, verschiedene Decken, verschiedene Topper etc., dann kommen da relativ große Varianzen raus oder Variantenzahlen raus, denn das ist eine Multiplikation. Das heißt also, ein so ein Fuß mal im Endeffekt der Form hier mal der Materialvariante etc. etc. Dann merkt man, dass das natürlich relativ steil nach oben geht. Die alle zu fotografieren ist schlichtweg nicht machbar. Und deshalb greift man auch da auf CGI zurück und nutzt dann sowas zum Beispiel auch wie in dem Fall für einen Bettenkonfigurator. Das sind aber nur ein paar Beispiele. Wir haben noch ganz viele verschiedene andere Kunden aus den verschiedensten Branchen, für die wir arbeiten und wo wir tatsächlich auch die Vorteile von CGI immer wieder unter Beweis stellen. Prinzipiell war das aber auch schon der Einstieg in den digitalen Zwilling. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen zum Thema Product Visuals im E-Commerce. Was Kunden und Algorithmen verlangen, das ist eine kleine Zeitreise im Endeffekt einmal in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft, was im Endeffekt ja mittlerweile verlangt wird im E-Commerce, damit man da nicht auf der Strecke bleibt und wichtige Kunden, aber auch wichtige Kennzahlen einfach nach oben bekommt. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Augenöffner, glaube ich, dieses Webinar. Das wäre Dienstag nächste Woche, das nächste Webinar dann auch wieder von mir über Augmented Reality im E-Commerce und das Ganze ohne Experte zu sein. Da geht es vor allem darum, wie kriegt man genau das hin? Also wie kriegt man im Endeffekt AR auf die eigene Plattform, aber auch auf andere Plattformen? Was muss man dafür tun? Und wie ist die Qualität da? Da würde ich mich sehr freuen über Anmeldungen. Ich bedanke mich erstmal hier an der Stelle für die Anwesenheit. Und wünsche noch einen schönen Tag.